Klimaland, ein Projekt, eine Vision, die Südtirol in allen seinen Bereichen betreffen wird. Von der Baubranche mit dem Projekt Klimahaus bis zur Mobilität und zum Umstieg auf erneuerbare Energien. Die Idee der Landesregierung ist nicht nur die, eine Vorzeigeregion in Sachen Energieverbrauch und Nutzung erneuerbarer Energie zu werden, sondern damit auch der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Wir müssen ein koordiniertes Programm vorlegen, damit die Leute, die das sehen wollen, und es sind immer mehr Leute, die eben umweltbewusst auch was Energie anbelangt, denken. Deshalb müssen wir hergehen und müssen hier irgendwie ein Programm vorzeigen, aber es mit einem Erlebnis, mit einer Unterhaltung verbinden, dass jemand einen schönen Tag mit einer Gruppe verbringen kann und vor allem mit einem gewissen Optimismus auch die Durchführung dieser Probleme aufnehmen kann. In 2, höchstens 3 Jahren wird es eine Lösung für das Verkehrsproblem im Großraum Bozen-Überetsch geben. Die Verbindung zwischen Kaltern und Bozen sieht den Bau von Vorzugsspuren für den Metrobus, wo notwendig, ebenso vor, sowie moderne, komfortable Haltestellen und ein intelligentes Ampelsystem, das dem Bus eine grüne Welle bis ins Herz der Landeshauptstadt garantiert. Wir möchten vor allem Material einkaufen, das vor allem umweltfreundlich ist und auch die Stationen, die Haltestellen so machen, dass die Leute gerne hingehen, vor allem aber auch, dass die Benutzung auch für die Behinderten möglich ist und so weiter. Ich glaube, das würde uns ungefähr kosten, so bei die 20 Millionen. Wir haben bereits in der Zwischenzeit beschlossen, dass wir heuer 2,2 Millionen investieren, um die Vorzugsspur ab Bozen bis zum Überführung Mebo zu bauen und gleichzeitig auch die Projektierung voranzutreiben, was die Unterführung im Billhof anbelangt und vor allem den Bahnhof in Kaltern. Und wenn die Gemeinden die Grundstücke bereitstellen, wir versuchen das Geld bereitzustellen, dann bin ich überzeugt, dass wir in 2, 3 Jahren das Problem gelöst haben. Bevor eine neuartige Kandidatur Bozens als europäische Kulturhauptstadt in Betracht gezogen wird, muss das Vorhaben der Stadt Venedig noch genau erkundet werden. Dies hat die Landesregierung zu diesem Thema beschlossen, ohne prinzipiell andere Wege auszuschließen.